Böse Zungen behaupten, es gäbe in der Musik nur zwei Lautstärken, nämlich an und aus. In dieser Würfelpause kannst du mit verschiedenen Lautstärken spielen. Und das funktioniert so. Nimm dein Flötenheft und wähle dein Lieblingslied aus. Suche dir nun einen Würfel und würfel einmal. Lies die Anweisung hier auf dem Bild neben dem Würfel mit der jeweiligen Punktzahl. Und spiele so dein Lieblingslied. Zum Beispiel, du würfelst eine 4 und spielst die erste Zeile, indem dein Ton immer leiser wird. Und in der zweiten Zeile wird er wieder lauter. Wenn du keinen Würfel hast, ersetze die Punktzahl einfach durch den aktuellen Wochentag. Zum Beispiel, am Montag spielst du dein Lieblingslied leise, am Dienstag mittellaut und so weiter. Natürlich darfst du mehrmals pro Tag eine Würfelpause einlegen und auch verschiedene Würfelpausen miteinander kombinieren. Zum Beispiel Haltung und Lautstärke. Bei einer gewürfelten 3 spielst du laut und stehst dabei nur auf dem linken Bein. Dabei wünsche ich dir viel Spaß. Mach's gut, bis zur nächsten Pause.